Keule, was geht ab, Leute? Hunger. In Amsterdam, erste Nacht. Das ist erste Nacht, wir bleiben nur eine Nacht. Aufgestanden, Fahrt überlebt. Seit fast 24 Stunden nichts gegessen. Irgendwie auf der Fahrt bin ich nicht dazu gekommen. Noch kaum was getrunken, kaum geschlafen, aber Fahrt und Schlaf war überraschend gut. Versuche jetzt noch so lange wie möglich meine ganzen Sachen zu laden. Und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einer Toilette, weil. Wir sind zu mehr in einem Zimmer und die Toilette ist besetzt. Und natürlich bin ich so vorausschauend, dass ich jetzt schon mal kacke, damit ich später unser Team nicht runterziehe. Schauen wir mal. So, es geht ab, Leute. Erstmal, Alter, was geht ab, Leute? Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Tüte erhalten, Ticket, bisschen Photoshop, Namen geändert. Es hat funktioniert. Süßes Mädchen an der Schlange. Sie hat nur mich angeschaut, nicht das Ticket. Aber alle Sachen habt ihr schon mal gesehen. Was die neu gemacht haben, ist hier dieses hier. Also man kann echt nicht sagen, hey, in meiner Tüte ist kein Ticket oder so. Weil die schauen noch rein, bevor sie dir die Tüte geben. Also mit jedem Event haben die sich verbessert. Oberhausen, kein Problem, reinschmuggeln. Prag wäre schon schwieriger gewesen, aber es ging auch noch. Und jetzt eigentlich voll unmöglich so. Mit, hey, ich habe kein Ticket erhalten oder so. Ich brauche noch eins und sowas. Aber schade. Prag, Medaille verpasst dadurch. Sonst hätte ich jetzt alle drei. Aber das finde ich echt, echt bitter. Super, super bitter. Richtig leidend, Leute. Egal, man lernt aus den Fehlern für die Zukunft. Aber jetzt melde ich mich an. Einloggen. Registrierung, ihr kennt das ja. Nicht das Taubsi. So. Weg vom Taubsi leider. Tut mir leid, Spieletrend, dass ich Taubsi weggeklickt habe. Was ist das jetzt schon wieder? So. Geh doch auf den Stop, Alter. Geh doch auf den Stop, Alter. Jetzt. So. Perfekt. Und Medaille Nummer 2. Leider Nummer die in Prag verpasst. Das hätte ich locker genauso machen können. Hatte ich leider immer noch. So ein bisschen warten, bis sich das aktualisiert. So. Bam. Direkt das Lavita. Ich bin auf Lavita-Jagd. Ich brauche Bonbons. Schauen wir mal, was noch so geht. So. Einkaufszentrum abgebrochen für das erste Topspawn, den ersten Topspawn, den wir erwischen könnten. Die Bots laufen noch nicht richtig. Die schicken noch so Sachen unter 30 Minuten. Es wird gelaufen. Julian auch am Start, überraschenderweise. Gestern davon erfahren. Oh mein Gott, wieso laufen wir? Wir haben noch 6 Minuten. Hey, ho, was geht ab? Lauft! Hi. Hallo? Wir sind irgendwie nähe Flughafen oder im Flughafen. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ha, 5 Minuten noch. Ich habe keine Ahnung, wie weit das ist. Die meinen eigentlich 150 Meter. Anscheinend da vorne, weil alle stehen bleiben. Nein, wir sind falsch gegangen. Die Gruppe ist falsch gegangen. Kein Kommentar. Habt ihr schon? Ja, wer hat denn die Karte aus? Keiner oder was? Nein. Das ist nicht aus. Hey, wo ist es denn? Ja, wohin? Ja, trifft man sich nicht rum. Kein Stress, Leute. Alle in der ersten Reihe. Geradeaus rein. 100er, Genera, Level 20. Ich glaube, der hat es auch schon.
Abi, check. AP, Attack, Defense, 100. Bestimmt. Hast du schon ein neues Ziel oder was? Hallo. Ja, dieser Samen Level 30 ist auf der Golden. Oh, okay. Irgendwas ist gerade passiert mit dem Wächter hier. Er kommt jetzt sogar raus. Wir haben irgendeinen Deal gemacht. Das ist better, doch? Okay, so, let me make victory easy. Yeah, sure. I gotta make muscle, because we are fighters, eh? Oh, yeah? Yeah. So. Wir haben uns nochmal versucht reinzuschmuggeln mit den Tickets, aber hat bei den anderen nicht funktioniert. Dafür aber ein Shiny Pikachu. Endlich. Ja, okay, Hyperball verdient er schon. Bisschen dunkler und es hat am Anfang echt gefunkelt, also man kann den echt nicht übersehen. Manche haben Angst, dass die den nicht sehen, aber das sieht man auf jeden Fall. So. Ja, schaut euch die Funken an. Oh, zwei Beste. Hast du schon gedrückt? Oh. So, wir sind gerade bei einem der vielen 100% Macholos, die heute gekommen sind. Aber für uns irgendwie erst der erste. Langer Tag, viele verrückte Sachen passiert. Also nicht verrückte, aber nervige Sachen. Event bisher nicht optimal ausgenutzt. Richtig leidend eigentlich bisher. Aber jetzt geht's ab. Macholo irgendwie richtig beliebt hier. Vorhin bei einem Macholo, da waren so viele Leute. Ich habe nur ein Foto gesehen, ich war nicht live dort. Und hier jetzt auch wieder richtig krass viele Leute. Keine Ahnung, was los ist in Amsterdam, aber Holland ist Macholo, geil. Die anderen sind unterwegs, Beine vertreten, kurz kacken und so. Danach geht's weiter zu dem nächsten 100er, Macholo. Ist zum Glück ein Stundenspawn, aber Level 27, also der ist nicht schlecht. Kann man sich mitnehmen. Ansonsten bisher nichts allzu krasses. Ein 98er Lavita, Level 30. Habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich Bock auf Essen hatte. Und schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Es ist 16 Uhr. Wir haben noch 4,5 Stunden. Mal schauen, was da so noch kommen wird. Ich habe eigentlich alles. 100er Damnierplex. Das war der letzte von den Eventsachen, das mir noch gefehlt hat. Ansonsten vielleicht noch ein paar gute Lavita und Chanera und das war's eigentlich. Ja, ich kann nicht da anfangen zu labern, wenn das hier noch gar nicht läuft. Egal. Es geht ab, Leute. Honk hier. Zentrum, größter Müll, das war der reinste Reinfall, der größte Reinfall, hat mir gar nicht gefallen, aber wir haben zwei Kollegen, die haben kein Ticket, deswegen schauen wir jetzt hier vorbei, ein paar Stops abgreifen, zeig mal die Gegend hier. Also auf die Idee sind andere gekommen, die Module sind überall an in der Stadt, wir sind jetzt in Amsterdam im Zentrum, also heute ging es noch mit dem Autofahren, aber hier im Zentrum an sich geht es überhaupt nicht. Und davor haben uns eigentlich alle gewarnt. Und ich habe auch ein paar gesehen, die sind mit dem Fahrrad heute unterwegs. So, machen wir hier noch einen Südkunrad. Dann schauen wir mal, was sonst noch so geht. Ein bisschen fahren und dann ist der Tag eh schon vorbei. Heute echt nichts Besonderes abgegriffen. Außer 100% Damnierplex. Vielleicht noch ein 100% Sekunden, wer weiß. Ich bin einfach auf öffentlich gegangen, direkt 20 Leute drin, drei rausgeschmissen wurden. So. Dauert aber ziemlich lange dafür, dass wir 17 sind. Ich glaube, ich gönne mir noch einen Hotdog.
Schauen wir mal. Amsterdam Hotdog aus dem Park. Die erste Powerbank ist gerade leer gegangen. Ich habe sie nicht mal voll geladen. Hat gut gehalten. Enttäuschung. Bei den drei Team Lounges in der Mall nicht zum Aufladen. Im Gegensatz zu Oberhausen und Prag. Fetter Minuspunkt. Es ist, warte, 5:30. Wie viele Stunden haben wir noch vor uns so? Weiß nicht, ob die zweite Powerbank da reicht, bis wir nach Hause ankommen. Schauen wir mal. 15,97, gar nicht schlecht. Neun Bälle, ich mache alle exzellent für euch. Direkt beim ersten Mal verkackt, das war's. Kreis zu klein gehabt. Fast hätte ich ohne Berge geworfen. Langer Tag, tut mir leid. Handy hängt. Handy hängt, aber ich hab's gefangen. Yay! Und direkt weggeschmeißen. Checken wir kurz die RBs. Defense 15. Und ciao. Oh, warte, was kann der? Ah, nee. Ich hätte mir überlegt, hätte er Ding gehabt, Hidden Power mit Wasser, dann hätte er zwei Wasserattacken. Dann hätte ich mir überlegt, den zu behalten, aber so. So, und jetzt Powerbank wechseln. Hallo. So, Event vorbei, um 6 Uhr irgendwas, keine Ahnung, was da in Amsterdam los ist, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss, weil jetzt kommen die normalen Spawns, wie zum Beispiel Magnetilo, 100 natürlich, aber davor erstmal hier ein wildes Garados. Ist das Ja. Kannst du noch ein Geld machen? Wieso bist du so? Ist mir alles vergangen. Das ist echt so. So traurig. Drinnen. Wieder leider. Echt so, ja. Voll traurig. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch. Oh, oh. Really strong. Der keinen Schein. Drank the Elbridge. Kann man schon mal bald. So, das war's. Event war top. Allgemein Safari-Zonen sind eigentlich immer top bisher gewesen. Ich habe an drei verschiedenen teilgenommen. Hätte ich damit echt nie gerechnet. Es gab natürlich noch mehr als die drei. Zum Beispiel in, wo war das? Stockholm. Habe ich ein paar Screenshots gesehen. Da ging es richtig krass ab mit den Modulen. Echt beneidenswert. Vielleicht demnächst mal dahin. Amsterdam war cool. Und ein paar neue Sachen habe ich auch bekommen. Endlich beim dritten Mal erst. Wie zum Beispiel Shiny Pikachu. Und das letzte 100% Pokémon von den Event-Sachen. Falls ihr das nicht wusstet, also es gab bestimmte Pokémon, die es während des Events gab. Und alle anderen Spawns wurden hauptsächlich oder beinahe abgeschaltet, glaube ich. Und das war in dem Fall Damnierplex. Jetzt habe ich alle von den Event-Sachen auf 100%. Wenigstens etwas. Ich überlege mir noch, ob ich ein Review machen soll, allgemein zu Safari-Zone und dann der Vergleich zu allen drei Events.
ganz kurz, ganz schnell, Oberhausen 1, Prag 2, Amsterdam 3. In Amsterdam, die Mall, das war schon echt recht komisch. Und wie ihr gerade gesehen habt, es hat um 6 bereits aufgehört. Also Amsterdam hatte echt ein paar komische Sachen, was mir nicht so gefallen hat. Aber wie gesagt, ich überlege mir noch, wie ich dazu ein einzelnes Video mache. Aber das war's. Nochmal danke an Patrick für sein Ticket, dass ich überhaupt teilnehmen konnte und die Medaille einlösen konnte. Und dass es überhaupt geklappt hat. Ich denke mal, nächstes Mal, nächstes Jahr oder so, wenn wieder Safari-Zonen stattfinden, wird die Security nochmal erhöht. Wir haben es gesehen, Oberhausen, Security gleich null und dann wurde es immer strenger. Jetzt in Amsterdam war es beinahe unmöglich, sich reinzuschmuggeln. Aber ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich freue mich auf die nächsten Safari-Zonen. Ich bin auf jeden Fall, so wie es aussieht, bei jeder am Start oder bei den meisten. Das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr die Events fandet. Habt ihr irgendeins davon besucht? Wenn ja, welches? Was fandet ihr am besten? Wart ihr in Amsterdam am Start? Prag, Oberhausen? Und natürlich wie immer die anderen Videos abchecken und mir auf Facebook, Instagram und Twitter folgen. Nicht vergessen, Pokémon ist serious business.